Also ich fange an mit einem kurzen übersetzten Gedicht. Und zwar ist das Gedicht von Randy Newman. Und wenn Sie Fernsehen, was ich niemandem empfehle, dann wissen Sie, dass die Serie Monk, die späteren Folgen Monk, einen Song am Anfang haben. Und ich habe diesen Song übersetzt und denke mir, jede Lesung, die man hält, kann man mit Monks Song beginnen. Draußen herrscht der Dschungel, kein Gesetz, die pure Anarchie. Niemand kümmert sich, allen ist egal, nur nicht mir, nur nicht mir. Wer um Gottes Willen ist zuständig für den Dschungel? Für den Horror da draußen. Do you speak English? Who is in charge? Keine Ordnung, nur Konfusion. Im Dschungel, da draußen. Ist das egal? Ist das egal? Mir nicht, nicht mir. Gift liegt in der Luft, die wir atmen, einatmen. Was schwimmt im Wasser, das wir trinken? Ich bin doch nicht verrückt. Ich zeige euch alle an. Ich will nur meine alte Ordnung wieder und keinen Dschungel wie den da draußen. Euch ist alles egal. Werd ihr wie ich in Sorge. Werd nicht so allein all the time. Der Dschungel wächst mir ins Zimmer hinein. Es schießt etwas empor, die Fassade entlang, wanzend im Telefon. Ich werde abgehört. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich bin paranoid, aber auch die Polizei hat nur Angst. Angst vor dem Dschungel da draußen. Ich habe Angst vor Keimen und vor Reimen. Ach, diese Welt, die wir so lieben, wird uns töten. Das Leben, der beste Thanatopraktiker, der Schminkkünstler der Leichen. Wir liegen schon präpariert für den Dschungel da draußen. Ich stieg in den Teufelskot da draußen. Die Hölle öffnete sich mir. Und ihr seht sie nicht, spürt das Feuer nicht, das meine Welt verbrennt. Letzte Tage. Ich habe außer hin und wieder schüchtern erwähnt, dass nichts gegen die Salzburger Festspiele, so etwas Geniales wie Salzenburger Fetzenspiele, fallen mir doch nicht ein. Ganz im Gegenteil, ich habe die Salzburger Festspiele sogar subventioniert. Ich bin nämlich ein Sponsor der Salzburger Festspiele gewesen.
und muss hoffen, dass man mir keine dunklen Geschäfte hinterher nachweist, deretwegen ich mein Sponsortum rückgängig machen müsste, um dann blamiert dazustehen. Damals, als ich sponserte, war Sven-Erik Bechtolf Leiter des Theaterprogramms. Ich weiß gar nicht, ob das unter seiner Ägide geschah, als die Salzburger Festspiele an Karl Kraus bittere Rache genommen hatten, durch eine Inszenierung, die der historischen Wucht der letzten Tage der Menschheit in nichts gewachsen war. Es war Stadttheaterroutine, zusätzlich belastet durch kabarettistische Wirkungen, die dem Drama fast alle Kraft nahmen. In dieser Zeit erhielt ich, fast hätte ich gesagt, erlitt ich kaum als Einladung kenntliche Vorladung, dass ich für die sogenannten Freunde der Salzburger Festspiele, das sind, glaube ich, die Kleinaktionäre des großen Spektakels, dass ich für die Freunde der Salzburger Festspiele ein Programm zu machen hatte. Es sollte eine Lesung mit Sven-Erik Bechtolf sein, eine Lesung aus den letzten Tagen der Menschheit. Ich hatte die Textfassung herzustellen, ich stellte also her, hin und her, und erstellte auf diesem Weg die Fassung nach dem Prinzip deutsche Stimmen den österreichischen Stimmen aus dem Werk gegenüberzustellen, denn das ist er, Sven-Erik Bechtolf, ein großer, sehr deutscher Schauspieler. Ich hatte den austriazistischen Part zu lesen und reiste hin und reiste her, hatte Ausgaben in hohem Ausmaß, denn Salzburg während der Festspiele ist kein Bettel, auch wenn man rechtzeitig, also noch vor Einbruch der Dunkelheit, wieder in Sicherheit zurückfährt. Die Dramaturgie samt ihrem Chef war in einer Art Notunterkunft untergebracht, einem Büro in teuerster Lage, aber auf engstem Raum. Ich hatte das Gefühl, den Angestellten dort müsste ich ein Jausenbrot mitbringen, damit sie in ihrer Armseligkeit überleben konnten. Natürlich auch nur, die auch nur gespielt war. Festspiele. Wir proben. Der Künstler kritisiert meine Fassung. Ich korrigiere sie, bis er sie akzeptiert. Bechtolf, mein Schauspielerkollege, als Mensch war er jedenfalls mir unzugänglich, was ich sehr schätzte, denn Intimität mit so einer Größe kann ich nicht aushalten. Die Lesung fand schließlich an einem Vormittag statt, in einer Art Keller, den ein Publikum aus Freunden der Salzburger Festspiele schnell füllte. Und ich lernte Schauspielkunst leibhaftig kennen. Sven-Erich Bechtolf las mir unvergesslich einige der Deutschen aus den letzten Tagen. Er hatte die Gewalt der spießigen Gewalttäter total in seiner Stimme. Ich saß neben ihm und musste erkennen, was Plato in seinem frühen Dialog Ion den Dämon nannte, nämlich das Einzige, was die Rhapsoden, die Schauspieler können, eine Kraft ausspielen, die durch Begeisterung ansteckend wirkt, ohne dass sie wirklich, die Schauspieler, etwas wirklich könnten. Ich saß daneben, neben dem Künstler, und musste mich fürchten, weggeblasen zu werden, vom Dämon weggeblasen. Tapfer hielt ich durch, und als Schluss war, gingen wir beide aneinander desinteressiert unserer Wege. Für all die Arbeit, für all den Zeitaufwand, für all die Spesen und selbstverständlich nicht zuletzt für den Auftritt am frühen Morgen hat mir niemand einen Groschen angeboten, geschweige denn gegeben. Darüber fiel kein Wort. Selbstverständlich hatte ich nichts verlangt, kein Honorar für Kraus und die letzten Tage der Menschheit. Geld zu nehmen, ist schon Schande genug, aber Geld für Kraus zu verlangen
Und das in Salzburg, das sind Festspiele, er mit Hohn verachtete, das ist ein Sakrileg. Außerdem gehört es, und das versucht man vorauszusetzen, gehört es irgendwie zum Takt, auch nicht den geringsten seiner Mitarbeiter zum Bittsteller zu machen. Die Humanisten, die dort für die Festspiele die Honorare des Wahnwitzes an den Virtuosen, an die Virtuosen auszahlen, kennen den Zusammenhang von Geld und Würde des Menschen genauso gut wie jeder Bankbeamte. Es ist, als hätte die hochmögende Leitung und erst recht die Buchhaltung der Salzburger Festspiele genau gewusst, dass ich Bechtolf sogar etwas bezahlt hätte, um ihn in diesen Rollen aus den letzten Tagen der Menschheit zu hören. Aber Bechtolf hat nichts von mir verlangt. Niederlechners Festspielkolumne. Gliersink, ich bin der Niederlechner Burschi. Eigentlich heiße ich ja nicht Burschi, sondern Hans Jörg, aber Dine Trebko hat mich immer Burschi genannt. Burschi, komm her, hat sie gesagt, in ihrem perfekten Russisch. Ich soll also hier und heute meine Festspielkolumne vortragen. Was soll ich sagen? Vortragen ist ja nicht so ganz meine Sache, aber wie für die meisten von euch reicht es aber mir für eine Kolumne, so 10.000 Zeichen. Ja, der Niederlechner-Bursche, also ich habe 47 Jahre die blassblaue Gans geführt, 1A-Restaurant, gleich hinter Mozart-Franzl in Salzburg, mein Gansl, wie ich immer gesagt habe, mein Gansl, und alles ans Kummer, in mein Gansl zum Hummer und zum Fiegelbier. Die Fiegler, das sind die, die im Fernsehen den schönen Film gemacht haben, wo alle immer dumm hupfen und schreien, ich bin stolz drauf, dass ich das bin oder das. Und ich bin stolz drauf, ein Original zu sein, eh normal. Ihr habt das eh schon gehört jetzt, aber das Geheimnis darf ich genauer lüften. Der eine von den anderen bin halt ich. Ich hupf immer dumm im Film mit einem Seidel Fiegel mitten unter die Stolzen und ich schrei stolz drauf, dass ich ein echtes Original bin. Fürs Original haben wir die Kreativen von der Bierwerbung an Bord angeklebt und hinten die Horz und Zopf gewickelt. Also, der Niederlechner Bursche, Original. Ich war Festspielwirt par excellence. Und ich hab's alle eingekocht in mein Gansl, den Reierwalter, den Jürgen Kurt. Mein Gott, war dieser Gentleman, der Jürgen Kurt, er hat nie ein Trinkgeld gegeben, über das Stadion war er weit hinaus. Damit wollte er uns bewusst machen, er sollte eigentlich alles gratis kriegen. Und seine Stimme ist mir unvergesslich. Jeder! Der Reiher war ganz anders, also ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der Reiher war, ganz anders halt. Bitte, eigentlich bin ich kein Fiegelmann, das Krummerpilz war mir immer lieber, aber ein bisschen an Schmäh, was die Marken betrifft, ich bitte sie. Ich bin ein normaler Mensch, wie halt alle sind, es fühlt sich wahnsinnig geil an, gerade unter die Großen, wenn man nicht arrogant und präpotent ist. Das Leben als der Festspielwirt, ist ja so anstrengend, da kommen sie einer in die blassblaue Gans und vor allem die Deutschen, die reden alle nach der Schrift, die Goschen haben es offen, nicht nur zu essen. Und ich denke dann immer an einen Uwe Seeler, auch ein Deutscher, ein Fußballer. Aber was hat der Fußballer gesagt, der Uwe? Das Schönste im Leben, hat er gesagt. Ist es normal zu sein? Das muss man mal den Burschen von der Salzburger Austria erzählen. Na gut, die sind ja noch jung und siegreich. Der Kafka Franz hat das eh ganz anders gesehen. Als ihm sein Vater gesagt hat, du bist ja nicht normal, hat der Kafka Franz frech zurückgeredet und gesagt, ey Leibwand, normal ist der Weltkrieg. Der Dr. Gartler hat mir immer gesagt, nach dem Essen beim kleinen Braunen,
Zur Gesundung, hat er gesagt, gehört die richtige Lektüre. Ich verschreibe Ihnen explizit kein Kafka. Ich habe die Festspielstars lieber gehabt als die Ärzte. Damals war in ganzer Rafferei wegen Nia Virani, der hat laut geschrien, die Ärzte sind alle Verbrecher, was glauben Sie, warum die beim Operieren am Masken tragen? Das hat die Gesellschaft im Ganzen sofort gespalten. Die einen haben ein Loblied gesungen auf die medizinischen Errungenschaften, die anderen, vor allem die Pflegerinnen und Pfleger vom LKH Salzburg, die direkt vom Pflegenotstand ins Ganzel zum Hunger gekommen sind, haben enthusiastisch Beifall geklatscht. Ein Begeisterungssturm, um den uns das Festspielhaus beneidet hat. Mein Gott, es war das normalste Kennenlernen aller Zeiten. 2003, als eine sehr schöne und schüchtern wirkende junge Frau an einem meiner Tische saß. Ich dachte, sie ist eine der vielen Studentinnen, die bei uns einkehrten oder in der Kugel hakelten. Sie bestellte ganz normal einen Apfelsaft, eine Frittatensuppe und Palatschinken. Damals hat sie noch kein Deutsch kennen. Es war perfekt. Sie verstand mich nicht und ich verstand sie nicht. Ich dachte, die muss sehr sparsam leben. Also lud ich sie ein. Ein paar Jahre später, zu meinem Geburtstag, sang sie, Dine Trepko, in mein Lokal mit dem Rolando Villason ein Stück aus irgendeiner Oper. Da habe ich zum ersten Mal gehört, wie das klingt. Umwerfend. Bitte glauben Sie mir, da haben die Wände gewackelt. Die Frittatensuppe wurde übrigens auch von anderen Künstlern ins Menü eingebaut. Ich sage nur, ein Highlight, Ben Becker, Bier, Frittatensuppe und Schnaps. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt wie meine Frittaten. Eines Tages sagt man mir, da hinten sitzt der Markus mit dem Holländer. Ich denke mir, was für ein Holländer, der fliegende Holländer? Den kann der Gerry Seidel in seiner Supersendung Was braucht man das? Gleich raushauen. Wir haben die Zauberflöten und brauchen kein Ho, ho, Jolo, ho, 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 ho. Salzburg darf nicht Bayreuth werden. Hier gilt's der Kunst, hier in Salzburg. Weil dort sind alle arrogant, nicht normal. Bei uns versinkt man in die Plüschsessel. In Bayreuth tut er nach 5,5 Stunden Parzifal der Arsch 14 Tage weh. Kein grüner Himmel, blassblaue Gans. Na gut, nicht für den Arsch. Sollten Sie in Salzburg einem arroganten Festspielstar über den Weg laufen, irgendein Goscherten, der meint es nicht persönlich. So ein Star will einfach seine Ruhe haben. Das muss man doch auch respektieren. Im Spital zum herzlichen Jesus. Die Krankenschwester Bianca erscheint zur Morgenwäsche im Krankenzimmer von Linus Pozedenzek, einem alten, sehr alten Mann. Bianca, ein schöner Rücken tut entzücken. Sie reibt den Alten den Rücken, lässt plötzlich den Waschlappen sinken. Wollen's, dass ich mich jetzt wieder spül, dann krotzen Sie ihn nicht so viel. Der Alte, ich krotz mich so viel wie, ist mein letzte Freit bei all dem Leid. Bianca, ich fang an zum Zucken, sehe ich ihren Rücken. Der Alte, tun Sie mir keine Wuchtel drucken, das Blut am Rücken kommt vom Kratzen gegen's Jucken. Bianca, die Kratzer machen in der großen Lücken, ganz wie auf einem Schiff, wo keiner was versteht, außer wie man untergeht. Der Alte, ich tanze an Bord den English Waltz, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich kratz zusammen, was ich hab, bald kühlt mich ganz das Grab. Bianca, hey, Mr. Titanic, Ihr Rücken ist schon schwammig. Halten's ruhig, Ihre Protzen, sonst werden's heute noch aufgekratzt, abkratzen.
der Alte. Sie reden nichts als Stuß. Mein Rücken ist heute ein Bluterguss. Hören's auf mit Ihrem Schlatz, ich Schatz. Ich kratz mich, denn ich bin aus Graz. Bianca, so ein Hetz, ich bin aus Retz. Das kratzt mich nicht, dass ich aus Graz. Blutig ist ihr Bett, wie es die Jungfrau gerne hätt. Sie haben ein Hirn, einen Vogel, einen großen Spatz. Was ich sage, ist für die Katz. Was ich da rede, das kratzt sie nicht. Der Alte, ich kratz mich selber und immer gröber wird das Blut am Buckel. Bei so viel Eiter mach ich gerne weiter. Es ist der Menschenwürde in meine Hand gegeben. Für die paar Jahre, die werden noch leben. Das Blut, das rinnt mir oben im Botzen bis hinunter zum Spotzen. Bianca, ich hab genug von Ihnen. Ich brauch jetzt mehr Ruhe von Ihnen. Ich lasse Sie liegen in Ihrem Blut und fühl mich heut noch gut. Mir ist der Tag gerettet, mit Ihnen habe ich mich genug gefrettet. Der Alte, na gut, dann gingen Sie endlich fort. Nehmen Sie Ihre Lappen und halten Sie Ihre Pappen. Ich fühl mich auch schon besser. Nehmen Sie, liebe Schwester, von mir noch diesen Stesser. Was soll sie uns noch machen? Einschassen und lachen. Es gibt einen britischen Popsänger, der hat einen Song geschrieben und gesungen, der heißt Human. Und ich habe es übersetzt, aber vollkommen gegen den Strich. Also die Übersetzung leistet alles, nur eines mit Sicherheit nicht, den Text wiederzugeben. Human. Menschen, Menschen sind wir alle. Und ich bin auch nur ein Mensch, ein Kind Gottes, was sonst? Kann sein, dass ich deppert bin, kann sein, dass ich nichts sehe. Aber bitte, niemand soll glauben, dass ich das durchschaue, dass ich verstehe, was dahinter steckt. Ich doch nicht. Alles, was ich glaube, kann ich nicht beweisen. Alles, was ich beweisen kann, glaube ich nicht. Wer sonst soll das glauben, was ich glaube? Bin vielleicht wirklich blind, bin vielleicht wirklich blöd, aber ich bin da sowieso nur ein Mensch, nur ein Mensch, nur ein Mensch will ich sein. Erst als Mensch will ich keine Schuld mehr haben, an nichts eine Schuld mehr haben. Ich will eine Freude und ein Schuldgefühl. Ein Mensch möchte ich bleiben, mein Leben möchte ich leben. Das musst du verstehen. Und bitte mach mal keinen Prozess. Bitte um Freispruch, ohne Prozess. Ich kann da nichts dafür. Ich bin ja nicht schuld, also entschuldige. Gib mir nicht die Schuld an nichts, bitte. Ich weiß sicher nicht, ich da nicht. Ich kenne das gar nicht als der Mensch, der ich bin. Ich ganz alleinig bin. Aber schau dich selber in den Spiegel, wirf einen Blick ein. Und was siehst du dann? Siehst du das, was du bist? Vielleicht nur ein Mensch, nur ein Mensch. Oder holt dich der Spiegel am Schmäh, mit allem, was du glaubst, glauben zu müssen, und es mir eine sagst? Aber du bist doch auch nur ein Mensch, gib mir nicht die Schuld, ich geb dir auch keine Schuld. Ich weiß ja nicht, war nicht der Mörder von meiner Nachbarin, ich doch nicht. Wer ist jetzt der Täter? Ihn sucht die Kiverei, mich sucht niemand mehr. Was ich auch nicht bin, ist der Geldwäscher mit den Kontakten nach Shanghai. Aber was denn, die Kiverei. Es gibt Leute, die haben die wirklichen Probleme. Boah, die haben wirklich Probleme. Die haben kein Glück, auch mit mir nicht, weil die glauben, ich warte ja, dass sie von ihrem Scheiß befreit. Ich da nicht. Ich kann da nicht helfen für die ernsten Probleme. Ich bin's nicht. Ich bin dafür, dass ich Gott sei Dank keine Probleme habe. Ich bin keine Sache und kein Ding am Swing. Und schon gar nicht bin ich der Übermensch, der einen kleinen Finger hat, was die Menschheit braucht. Ich bin nur ein Mensch. Keiner von denen, die einen Muskelkater haben, vom Marschieren in die bessere Zukunft. Was wollt ihr von mir?
nur ein Mensch bin ich und weiß nicht, was das ist, eine bessere Zukunft. Woher denn auch? Ich bin der Mann, der tut, was er kann oder was er nicht kann, aber ich kann nichts dafür. Gib mir nicht die Schuld. Die Straßen noch Lot, steht in der Zeitung, riechen nach kalter Ocean. In Belarus regiert der Tyrann. Und in Syrien herrscht andauernd Krieg. Und die Russen führen auch einen Krieg. Aber was weiß denn ich? Verhindern kann ich nichts. Ich kann niemanden retten. Mir selber auch nicht. Mir so, gib mir doch keine Schuld. Ich weiß nicht. Ich doch nicht. Ich hab keinen Krieg geführt. Nicht im Iran und nicht im Iran, Irak. Den Gazastreifen, den kenne ich nicht. Und Tel Aviv und die Raketen kenne ich auch nicht. Ich bin nur ein Mensch. Ganz einfach ein Mensch. Ein ganz einfacher Mensch. Was willst? Willst du mir die Schuld aufrechnen, zuschreiben, anlasten, anhängen? Doch nicht mir. Ich bin nur ein Mensch. Ein Mensch, der es nicht war, der es nicht kann, der es nicht ist, der es nicht wird, der für nichts bliert. Nur ein Mensch, nur ein Mensch. Und frag mich nicht, was ich denke. Frag mich nicht, woran ich hänge. Frag mich nie nach meiner Meinung, mich bitte nicht, auf keinen Fall, das wäre voll und keine Meinung. Ich mir sagt, liegen, gib mir keine Schuld und schaff mir nicht an, dass ich liege. Und bitte mich nicht um Vergebung, wenn meine verlogene Meinung die Welt zum Wahner bringt. Ich hab nichts, was dir die Tränen trocknet. Ich kann doch deine Probleme nicht lösen. Nur Mensch bin ich und mach viel falsch. Das genügt, dass ich schuld sein soll? Das ist der Blinder. Wir sind alle Gottes Kinder. Der Schöpfung Fluch, der Menschen seinem Widerspruch. Na, gib mir nicht die Schuld, schreib mir keine zu. Geh, lass mich da in Ruhe. Bin weder Prophet noch der Messias. Wenn du so einen suchst, musst du oben anfangen. Viel weiter oben. Aber ich bin ganz unten. Nur ein Mensch. Nur ein Mensch. Thank you.
unvergleichlich gesungen. Am Schluss meiner Lesung eine sehr freie Übersetzung des Liedtextes von Don't Explain. Erklär mir nichts. Ach, vergiss es. Erklär mir nichts, bringt doch nichts. Sag mir, dass du bleibst, dass du nicht gehst, bist wieder da, du bist zurück. Erklär mir nichts. Text für die Frau. Sei doch ruhig, ich will's nicht wissen. Wisch hinweg den Lippenstift vom Kragen. Aber bitte, erklär mir nichts. Ein Mann? Von dem anderen, bei dem du warst, habe ich doch keine Angst. Geh wieder hin, wenn's dir hilft. Aber erklär mir nichts. Du weißt, ich liebe dich. Und diese Liebe dauert auch der tausend Gedanken wegen, die ich Tag ein und Tag aus an dich verschwende. Also erklär mir nichts. Es gibt nichts zu klären. Alles ist klar, ganz klar. Es gibt nichts zu erklären. Ich weiß es sowieso. Erklär mir nichts. Ich gehöre dir ganz. Nur das existiert. Was anderes gibt es nicht. Aber bitte, erzähl mir ja nichts. Ich will's gar nicht wissen. Nicht so genau. Aber ich weiß es eh. Ganz genau, ohne Erklärung, ganz genau. Es ist zum Heulen, wie die Leute tratschen. Mir sagen sie ja nichts Neues. Ich weiß es selber, du betrügst mich. Du betrügst mich, richtig oder falsch, mir egal, wenn du nur bei mir bist. Also erklär mir nichts. Nein, vergiss es. Erklär mir nichts. Du bist mein Herz und mein Schmerz. Ich habe kein anderes Leben als mit dir. Lass es sein und erklär mir bitte nichts. Bitte nein, um Gottes Willen, keine Erklärungen, keine Bekenntnisse, keine Geständnisse. Erzähl mir nichts. Ich weiß doch alles, was ich von dir nicht wissen will. Mehr kann man von niemandem wissen. Mehr bringst nicht einmal du zustande. It's love that makes me treat you the way I do. Baby, ain't I good to you? Es ist Liebe, nichts als sie. Deshalb ertrage ich mich, Baby, wenn ich leide. Deinetwegen. Der Tod des Vaters. Ich habe einen Vater, könnte ich stolz sagen, der an seinem Starrsinn zugrunde ging, nicht an einer der blöden Krankheiten, die jeder haben kann, nicht an einem Unfall, der einem jeden passieren kann, nein. Mein Vater starb an seinem Glauben, dass für ihn extra nur eine Todeskrankheit existiert, der Herztod. Wenn auch nicht der plötzliche, sondern der lange vorbereitete, der lange vermiedene, den ein Schrittmacher unaufhörlich ins Ziel zu begleiten hat. Die Blutdrucktabletten, der Schatz des Vaters, lagen in einem Regal über dem Bett. Sein Credo war damals, der Mensch wird nicht durch einen Schrittmacher am Leben gehalten, sondern am Leben hält der Mensch den Schrittmacher. Mein Vater erlitt einen frühen Tod, ein paar Wochen vor der Schrittmacherkontrolle im AKH, auf die er fest hingelebt hatte, Künstlerpech nennt man das in der Lebenskunst, als er eines Tages ins Spital kam, der starrsinnige Alte, mein Vater mit einer Bronchitis verließ er es, sobald er nur stehen konnte. Er wähnte sich unverletzlich auf dem Gebiet einer solchen Krankheit, stand fest gegenüber der Bronchitis. Man stirbt nur durch den Herztod. Und ein paar Monate, nachdem er das Spital auf eigene Rechnung verlassen hatte, starb er an einer Lungenentzündung. Das Wasser war aus Vaters Lungen nicht mehr herauszukriegen.
Es schwemmte wohl auch seinen Schrittmacher aus der Funktion. Tod ist Tod, sage ich heute, da darf man nicht wählerisch sein.